Lol. Jetzt! Bitte! Sei tot! Nein! Ja! Bitch! Oh, Leute! Ich glaube, ich muss heulen. Ich kann nicht mehr. Oh. Du verdammte Bitch, es war so knapp. Ich habe den ersten Schlag, als sie lag, habe ich zu früh gemacht. Und ich war mir nicht sicher, ob ich noch einen zweiten krieg. Und ich hatte auch, guck mal, ich habe auch nicht mehr viel Energie. Das hätte gereicht, wenn sie mich geschlagen hätte. Oh. First try, Leute. Was soll ich sagen? Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Cheers. Ich sage ja zum Parry. So, da sind wir wieder. Es ist soweit für Elden Ring Shadow of the Erdtree. Das Leben nach Relana. Hier ist Relanas Superschwert. Hier habe ich das letzte Mal aufgehört und jetzt werde ich hier einfach mal das Ganze testen. Wo kann man denn hier mal gut testen? Hier kann man gut testen. Das ist eigentlich einhändig. Einhändig ist nicht so geil. Ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Auch wenn die R2-Attacke ist ganz geil. Weil die ist sehr schnell. Double R2. Checken wir mal ab. Naja, das meine ich. Ist zu langsam. So, beidhändig. Okay, ich sollte vielleicht auch jemanden anfokussen. Schwerfälliger als gedacht. Thank you.
Guck mal, es macht nicht so viel Damage. Ja, die Kombos sind schon nice. Voll ins Parfüm rein. Aber ich liebe die Waffe nicht. Ich sag euch, wie es ist. Ist irgendwie eine ganz flashige Waffe, aber wie viele Bosswaffen, Style over Substance. Ist ganz okay, aber ich sehe mich nicht die wirklich benutzen. Sieht so ganz geil aus, aber im Kampf. Setzt man doch auf altbewährtes. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist auch nicht mega geil. Ich glaube, ich bleibe erstmal. Also meine absolute Lieblingswaffe bislang aus dem DLC, ich habe ja noch nicht viel gesehen, ist aber tatsächlich das Backblade hier. Backhandblade, nicht Backblade. Das finde ich absolut geil. Great Katana ist auch geil. Ist das Longblade aus Monster Hunter und My Lady finde ich auch ganz geil. Aber hier, Backblade, dieser Move hier, ist das Allergeilste. Der ist so stylisch. So wie ich. Einfach ein stylischer Typ. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Ja, es ist auch, man denkt immer so oft, so Waffen, die Sechser-Kombos machen oder so, sind gut, aber die meisten Gegner, du triffst eh keine Sechser-Kombo. 1, 2, pam, pam, das ist wie beim Boxen. Links, rechts, wieder raus. Pam, pam, vielleicht mal ein Dreier. Pam, 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 und dann wieder raus. Wisst ihr, wie ich meine? Pam, pam. Pam, 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 pam. So, die Frage ist jetzt natürlich, es gibt diverse Dinge zu tun. Wir müssen so einen Feuergolem legen, den habe ich ja auch schon gestaggert. Skadu Altus. Da ist übrigens schon wieder einer. Oh, es sieht einfach so episch aus. Wie sehr kann man bitte ein Spiel lieben? Skeletree! Hello again. Did you meet my compatriots? They're quite the congregation. From places as far and wide as you can imagine. Doubtless it'd have all come to blows at first glance. Were it not for the charm kindly Mikula put upon us. This is what allows us to serve together. The work of a living god. Wondering about the horn scent, are you? True enough. In any other circumstance, he'd be at our throats. Long ago, Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower Folk. A cleansing by fire. It's no wonder the horn scent holds the Erdtree in contempt. That aside, man is by nature a creature of conquest. And in this regard, the Tower Folk are no different. They were never saints. They just happen to be on the losing side of a war, but it's still a wretched shame. Wondering about the horn scent, true enough? Long ago, a cleansing, it's no wonder the horn... That aside, okay. And in this regard, they were never saints. Ja, 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 ja. Ich wollte nur sicher gehen, dass du nichts Neues sagst. Monks Missive. Was ist jetzt das? A letter bearing a terse message. An illustration of a monk. His hands held together.
Seek me to the east if you wish to pursue the way of the warrior. When you find me, you will challenge me to bout. There's no need for words. Oh, von dem kriegt man bestimmt die Martial Arts Fertigkeit, oder? Seek me to the east. Seek me to the east. Okay. You have a knack for timing, my fellow. I found the site of a new cross. Take this. Mikula has said as much himself. He wishes now to throw it all away. He says the act, though undoubtedly painful, will sear clean the Earth Tree's wanton sin. The truth of his claim can be found at each cross, which is evidence enough to earn my belief. Go to the misshapen tree of Umbra. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows, the Earth Tree faithful. Hmm. Da vorne ist die Map. Ist nicht so weit weg, die können wir uns direkt mal holen. Erstmal hier Bonfire aktivieren. Kurz mal hier checken. Oha. Jetzt wird es gerade nebelig. Kaum gucke ich da runter. Na gut. Mal hier die Seiten checken. So, wir holen uns nur die Map, sonst gehe ich... Oh, shit. Ist das ein Boss? Oder einfach nur ein Lauch? Ein Lauch. Alter, warte mal, das ist ja geil, jetzt ist hier der Baum da mit drauf. Das sieht groß aus, das könnte ein Legacy Dungeon sein.
Ach Gott, ist das geil, ey. Das ist eine Church, oder? Die könnten wir doch eigentlich... mal abchecken. Manchmal kann man in Kirchen leicht was Geiles snacken. Einen geilen Loot. Manchmal kann man auch aufs Maul kriegen. Also es ist immer ein gewisses Risiko. Church of the Crusade. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Invaded. Okay. Er steppt halt. Jo. Weiß man nicht. Hätte ja auch schwingen können. Steckt man nicht drinne. Außer, dass seine Lanze in mir drinne steckt. Aber ansonsten steckt man nicht drinne. Eigentlich will ich das noch gar nicht erkunden. Ich will wieder zurück ins Anfangsgebiet und da erst alles machen. Dieses Spiel hat mich schon wieder bei den Eiern. Die Bubble gekillt, du Trottel. Soll ich den parryen? Ich bin jetzt im Parry-Modus. Okay. Schwer. Stechen immer schwerer zu parryen als Schwinger. Boah, wie wenig Schaden ich mache, Leute. Was für ein Fucker, ey. Alter. Okay, der Parry hat sich überhaupt nicht gelohnt vom Risiko-Damage-Faktor. Einmal versuche ich noch, dann gehe ich woanders lang. What? So. Ich dachte schon. Flame.
Hä, wieso rollt er nicht? Jesus, wie schlecht. Den kann man auch easy donken eigentlich. Den kannst du einfach boing, boing mit der dicken Keule, Mann. Da kann er gar nichts machen. Soll ich das schnell machen? Ja, der Kopf sagt ja, das Gehirn sagt nein. Denn hier los? Immer noch Fat Roll, Mann. Es ist ja kein Bonfire in der Nähe. Ey, Schaf. Aus dem Weg. Was ist mit dir los? Jebetig. Wieso staggern denn so Hansel mit einer Topffrisur nicht mehr in dem Spiel? Keiner wird mehr gestaggert in dem Spiel. Ich protestiere wirklich. Der sieht aus wie hier von der Kinderschokolade. Und lässt sich nicht staggern oder was? Ist da nicht zu fassen. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's wirklich. You had one job da oben mit der Fackel. Ich reite einfach hier vorbei. Jesus. Ich hab dir gesagt, Jimmy ist keine gute Wache. Oh, Jimmy kann das, der sieht alles. Nein, Jimmy ist komplett kurzsichtig. Ich sag dir, der sieht 2 Meter weit, dann sieht er nichts mehr. Ist doch Quatsch, der sieht alles. Einmal hier, der eine Typ ist schon 10 Mal an ihm vorbeigeritten, er hat's nicht ein einziges Mal gesehen. Jimmy ist ein guter, lass Jimmy in Ruhe. Nenn ich umsonst Jimmy die Fackel. Ihr wolltet es so. Crusade Insignia. Was ist jetzt das? Raises attack power after defeating an enemy. Ist nichts für Bosse auf jeden Fall. Skeletry! Scatter tree. It's the scatter tree, scatter tree. With the scatter tree, scatter tree. Scatter tree. Rune arc. Scatter tree. Is that a tree? No, it's a scatter tree.
da unten, das ist alles begehbar. Guckt euch das doch mal an. Wieso ist denn nicht jedes Spiel so geil? Oh, ich lieb's einfach. Mann, ey, ich lieb einfach alles daran. Es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Ich weiß, dass es so ist. Es ist Liebe. So, jetzt machen wir... Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Jetzt gehen wir erstmal hier hin. So, jetzt gehen wir hier hin. Hey, kurz lau. Okay. Wir machen jetzt den Feuertypen hier. Vielleicht kann man da was reinwerfen oben. Das sieht aus wie ein, wie ein wandelnder Basketballkorb. Haben wir was zum Reinwerfen? Was ist das hier? Nee. Das war ja das Dumme. Was ist hier mit? Hefty Firepot. Das werfen wir ihm jetzt da rein. Dann explodiert er von innen. Wer weiß. Die Frage ist nur, wie werfen wir das da rein? Einfach auf ihn? Nee. Wie wirft man das denn da rein? Okay, das hat original gar nichts gemacht. Lol. Ja gut, Versuch was wert. Versuch macht klug. So, ey, wir müssen ja mal den Scatter Tree benutzen. Das ist ja richtig dumm. Aha, einmal down. Jetzt gehen wir auf den anderen Fuß. Pferdchen, halt durch. Aha, zweimal down. Und jetzt? Zwei Stagger reichen.
denn der bitte aus? Nicht die Sau nicht staggern, ey. Ah, jetzt, oder? Oh, er fällt! Wo? Da! Ha-Boomer! Oh, das hat 41.000 Leute. Nein, nicht getroffen. Okay, aber if it burns, we can kill it. Und wieder einmal. Nicht gierig werden. Und wieder. Fällt er? Nein. Ist ja voll easy. Nein, ich treffe nicht. Nein, der Grab! Bitte nicht one-hitten! Hol mich da raus! Oh, es ist ein One-Hit! Oh nein, One-Hit-Wonder. Den habe ich total vergessen, den Move. Ja, aber der ist ja wohl. Der ist ja wohl machbar. Kommt, Leute. Der ist doch machbar. Also, wir machen hier noch ein bisschen Charge Attack rein. So, gehen wir voll Stagger jetzt hier. Ja. Das war natürlich zu früh. Warum mache ich solche Dummheiten? Du musst einfach einen Feuertopf in den Korb werfen. Habe ich doch gemacht, hat nicht geklappt. Aber allerdings da oben rein, sagst du. Okay, dann war die Idee ja gar nicht so schlecht, aber... Wie willst du da oben einen reinwerfen? Das ist die Frage. Das ist doch die Frage. Aber lustig, dass das wirklich geht. Und ihr habt gelacht, weil ich Feuer mit Feuer bekämpft habe. Nein, ey! Nach dem Stagger, statt den Stagger zu machen, ihm Feuer in den Kopf zu werfen. Ich mag die Denkweise tatsächlich.
Hey, dass das ein One-Shot ist, ist natürlich auch ein bisschen doof. Das macht schon Sinn, wenn man erstmal da drinnen ist und badet. Mann, jetzt kriege ich überhaupt nichts mehr hin. Fuck. Hochnäsig ist das jetzt. Nach Elana denke ich, alles ist easy. Und so ist es halt nicht. Ja, kann man ja nicht drüber springen. Eben hat es doch so gut geklappt. Jetzt klappt es gar nicht mehr. Der ist jetzt viel schwerer als der eben. Was mache ich denn jetzt anders als eben beim ersten Versuch? Ich raff's nicht. Wieso das jetzt überhaupt nicht mehr klappt und eben hat's voll gut geklappt? Raff ich gerade nicht. Ich glaube, ich war eher hinter ihm. Jetzt bin ich eher vor ihm. Vielleicht länger auf Torrent, ne? Spring doch! Er will nicht springen. Jetzt habe ich das. Was macht man gegen diese Attacke? Das weiß ich noch nicht. Oh Mann, ey, das nervt immer so, ne? Der erste Kampf gegen den Boss ist meistens der beste. Und dann braucht man immer 200 Versuche und kriegt es nie wieder so hin wie beim ersten Kampf. Warum ist das so? Das ist so eine Souls-Gesetzgebung, die ich einfach nicht checke. Direkt unterm Fuß gelandet.
Der erwischt einen immer, diese Welle. Ja, was willst du machen? Ich komme überhaupt nicht dazu, die Aufstehanimation landet jedes Mal in der Flamme. Darf ich nicht. Ja, das Ross killt er mir ja. Ich kann das Ross nicht nehmen, wenn das Ross tot ist. Oh, ich kann es nicht glauben, das fühlte sich so leicht an beim ersten Mal. Da ist das Ross weg. Ich komme überhaupt zu nichts hier. Springen bringt auch nichts. Genau, der Grab. Lamer Fight. Lame. Unübersichtlich. Gierig. Lol. Wie viele Schläge der aushält. Oh, ich hab's geschafft, den zu dodgen. Jetzt fällt er. Nein. Passt auf, Leute. Wo ist denn der Scheißkopf?
Nein. Das hat nichts gebracht. Oh, er fällt! Ich hab ihn, oder? Nein, er fällt nicht. Scheiße, das Pferd. Killt er mich, oder? Okay, ich bin wieder da. So knapp, ey. Trotzdem wieder erwischt, ey. Ey, der erwischt einen immer, dieser Move.
glaube, ich hätte noch ein bisschen auf den draufhauen können eigentlich. Will er denn jetzt mal staggern? Will er nicht, ne? Yes! Das muss doch sein. Da geht er down! Deflecting Heart Tear. Furnace Visage. Ey, das ist was für die Mixed. Furnace Visage habe ich doch schon mal gehabt. Enhances spontaneous guard in mixed physic. A crystal tear formed slowly over the ages where the scattered sap of the secondary pools deep within the furnace golems. Can be mixed in the final wondrous physic, the resulting connotation temporarily enhances. Spontaneous guard. Ich weiß nicht, was spontaneous guard sein soll. Damage negotiation guard poise will be heightened in the moment immediately after assuming a guarding stance. Successfully executing a spontaneous guard will also strengthen guard core. Crafting items, okay. Ja. It's something, sagen wir es mal so. Wie viel Uhr ist es, Leute? Ich habe keine Uhr, ich bin hier komplett im zeitlosen Raum. Gut, also wieder etwas geschafft.
ob die wieder spawnen. Achso, ich kann nicht mehr. Das war knapp. Halbe Energie, keine Flask mehr. So, wisst ihr, was ich mal mache? Ich reite jetzt hier mal. Dann hätten wir das nämlich auch einmal geklärt. Bei Nacht. Weil wir haben festgestellt, bei Nacht gibt es so beleuchtete Spots mit Goodies. Ich weiß nicht, wie viele hier davon sind. Wir gucken mal, noch welche finden. Sind sie sauer. Wie geil, die sehen auch aus, also wie aus einem Studio Ghibli-Film, oder? Schwer zu erkennen, wo was hell ist, weil hier alles so ein bisschen illuminiert ist. Wie sind denn die Fußballergebnisse, Leute? Österreich. Die Spiele davor, die habe ich auch noch nicht gesehen. Alter, was war das? Ach ja, das war ja hier schon mal die Stelle, wo die so komisch schreien, die Vögel. Aber warum? What the fuck? Leck mich! Was ist noch dunkler geworden? Ist aber nix.
Also Kleinvieh. Wir suchen alles ab. Wir haben keine Eile. Nur wer fleißig absucht, wird auch belohnt. Wie dunkel das ist, ey, man sieht echt gar nichts. Es ist dunkel und neblig. Okay, da ist dieses Lager, das kennen wir schon. Natürlich sein, dass hier im Dunkeln noch irgendwas passiert. Irgendwie nicht. Wieso wird mein Forscherdrang nicht mehr belohnt? Man erkennt echt, einen Meter weit gucken kannst du hier. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis, aber ich habe komplett keine Orientierung, weil es so dunkel ist. Okay, jetzt ist schon wieder hell. Ja gut, hier war nichts mehr sonst im Dunkeln. Was soll ich machen? War ich hier schon? Oh mein Gott. Fickt euch, ey. Jesus.
Wo führt denn diese Straße hin? Ach so, hier. Ist ja klar. Okay. Aha. Ah ne, hier war ich schon. Doch nicht, aha. Welchen Typen triggere ich nicht? Man kann Typen triggern. Guck mal hier, was man hier machen kann. Aha. Ah! Mann! In den Wald mit den Schreien, da ist ein Typ. Ich bin doch gerade wirklich überall da lang geritten, da war nichts. Ah, hier ist leider Endstation, schade. Höher kommen wir nicht. Da, da. Höher kommen wir nicht. Der ist unsichtbar am Anfang. What the fuck? Ein unsichtbarer Typ im Wald, ihr labert. Oh, da ist wieder sowas, guck. Sowas suche ich. Lavaltier, ich glaube, kann es sein, dass sie immer Lavaltiers geben? Das letzte Mal wohl auch. Das ist nämlich geil. Zum Respecken. Wo ist hier unsichtbarer Dude? Achso, der ist ja unsichtbar. Vielleicht kommt der nicht, weil ich aus dem Pferdchen bin? Da ist er! Da ist ein Nackter zumindest. Logur, the Beast Claw. Eieieiei. Der Down Logur. Meintet ihr den? Logur, ach, das ist wahrscheinlich Logan. Beast Claw.
Causes Blood Build Up. Strength Dex wieder mal. Weapon in the form of carnivorous beasts. Vicious claws. Special slashing attacks and continuation of the Alter, das geht ja ab. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Guck mal hier. Die Wolverine-Hände. Logur. Diese Logu. So schlecht. Mag ich. Nicht so schlecht. Mann, die ganzen neuen Waffen sind irgendwie geil, aber man kann ja nicht alles aufleveln. So, da kommen wir her. Ja gut, ich glaube, ich habe jetzt genug hinausgezögert. Wir gehen jetzt mal da links lang. Okay. Direkt mal aufgelöst, der Dude. Dass man nicht ein Fehler war. Auch Frauen können Dudes sein, Leute. Aber... Sie, Dude. Duzi. Duzi oder Duzi nicht? So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nur mal kurz. Geluschert. Da geht's hoch. Jetzt guck.
Nerv. Nerv halt. Smithing stone my ass. Ich hänge. Kann ich absteigen, so. So wie die Eintracht. Alter, wie treffe ich denn nix? Nicht so gut klar mit der Waffe. Great Katan. Na, da komme ich doch her. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe, sind wir gleich über dem, also über dem, also dem Eingang oder Ausgang, wie man es nimmt, wo wir gestartet sind. Oh, was sehen wir denn hier? Oha, guck sie. So, und hier gucken wir nämlich dann über das Startgebiet runter. Richtig? Da sind die komischen Miyazaki-Würmer. Hayao Miyazaki, nicht die Taka. Thank you.
Ring. Hier ist nix. Aus einer guten Aussicht. Das gibt's doch nicht. Was soll denn das sein, ey? Das finde ich ja merkwürdig. Hier ist echt nix. Nix, Leute. Da hat der Lootboy mal voll ins Leere gegriffen. Ich finde, FromSoft macht das in Elden Ring so geil mit der Vertikalität. Ich meine, sie hatten das ja eigentlich fast schon immer drin, ne? Zumindest seit Dark Souls. Wobei in Demon's Souls auch. Ist ja auch durch die Grube nach unten zur Feuerwelt sozusagen. Also sie haben das echt mittlerweile so geil, also dass es so viele Ebenen gibt, auf denen was passiert. Ich finde das einfach Hammer. Revered Spirit Ash. Möchten auch Sie einen starken Mimik haben? Dann holen Sie sich Revered Spirit Ash. Denn nur mit Revered Spirit Ash wird Ihr Mimik zur Höchstleistung angetrieben. Revered Spirit Ash. Demnächst beim Grabstein Ihrer Wahl. Was sucht ihr? Ist verloren? Prospect Town, okay. Also ob man hier von Town sprechen kann. Ist das wirklich schon Town? Hier riecht's irgendwie nach Dungeon. Jetzt da irgendwo runter. Die haben auch schon bei Elden Ring, haben sie eigentlich ganz gut gemacht, ganz am Anfang vom Main Game.
Da triffst du auf Brock, den Affen, im Gebüsch. Also eigentlich siehst du ihn nicht, sondern du hörst nur das Gebüsch oder du hörst was sprechen und musst dann aufs Gebüsch schlagen, um den zu sehen. Und seitdem denke ich, hinter jedem Baum hier könnte irgendwas sein. Hier ist auch nichts. Außer dieser Blume. Hier ist halt nix. Das kann doch nicht sein. Doch. Du kommst hier hoch. Und dann ist da was. Scheiße. Diese Inseln sind nix, ne? Das ist nix. Ganz schön unübersichtlich teilweise hier. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Aber da kommt man, glaube ich, auch anderweitig hin. Da ist doch irgendwas. I can tell. Friedhöfe immer ein Ärgernis in FromSoft-Spielen, ich sag's euch. Stehen die wieder auf? Wo bin ich denn jetzt gekommen? Da war doch irgendwo ein Item dahin. Ghost Glove Word, ach komm schon, ey.
Sieht ein bisschen... Sieht ein bisschen aus wie, was man schon mal gesehen hat im Main Game. Hier sind immer diese großen Gegner, aber hier ist nichts, also wirklich gar nichts. Irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Kein Dungeon, kein geiles Item, nichts. Jetzt ist es wieder so neblig, dass man da nicht runter gucken kann. War hier nicht gerade irgendwas? Da geht's nicht hoch. Einmal im kompletten Kreis gegangen oder was? Das kann nicht sein, dass bei Prospect Town so gar nichts ist, oder? Zählt das auch als Prospect Town? Ja. Okay. Ah, okay. Jetzt raff ich das. Das ist alles Prospect Town. Ich habe im Nebel habe ich nur diese Wand hier gesehen. Dachte, das ist Prospect Town, aber das ist Prospect Town. Das große ist Prospect Town. Das macht doch mehr Sinn. Aber wie kommt man denn da hoch? Da.
Oh, ein geiler Raum. Nur Töpfe drin. Beast Blood. Da ist auch nicht viel los hier in Prospect Town, oder? Jesus. Mann, ey, Torrent, du bist auch manchmal echt wie so ein besoffener Gaul, ey. Come on, you can do it. Komm schon jetzt! Ich meine, das ist so ein bisschen das, im Chat wird gerade diskutiert. Ach, da hätte man auch lang gehen können. Na gut. Dass man zu wenig findet in der Open World. Immer gut aussieht, aber letztendlich nichts ist. Das ist halt auch so ein bisschen ein Open World Problem. Du hast halt bei einem Spiel wie Dark Souls oder Dark Souls 3 von mir aus oder so, wo das alles so ein bisschen kompakter ist. Aber dafür halt auch irgendwie ja, einfach jede Ecke ist da halt wichtig oder bedeutend. Hier ist halt eine Welt, in der es halt auch mal Ecken gibt, die zwar da sind, aber wo halt nichts geht, wie im echten Leben auch. Aber das ist halt so ein Open-World-Problem. Finde ich. Aber da finde ich eigentlich Elden Ring noch ziemlich gut, weil es echt viele Sachen zu entdecken gibt. Aber ja. Aber was willst du auch alles reinbauen noch? Darüber. Ja. Yes, we can. Was bringt's? Das bringt uns gar nichts. Jetzt hängen wir hier. So, kommen wir nicht mehr weg. Oh, was ist denn da? Seht ihr den Topf? Was ist denn das? Kann ich da hinzielen? String Seller Spell Bearing. Nice. Stringer Bell. The Wire. Steht hier?
verstehe den nicht. Er hat einen Wolverine Stringer bei lauter popkultureller Anspielung in diesem Spiel hier. So, hier geht's nicht weiter. Das ist das Problem. Da hoch müssen wir eigentlich. Doch, das geht. Nein! Idris Elba, so sieht's aus. Stringer Bell. Das war sein Durchbruch tatsächlich. Also, wenn man das so nennen kann. Wie kommt man denn da hoch? Ich raff's nicht. Doch. Doch, doch. Es sind einige. Habe ich irgendeinen geilen Area of Effect? Natürlich habe ich das. Was habe ich denn? Nehmen wir mal... Warum denn nicht? Das hier. Ups. Psst. Wieso haust du denn nicht zu, Digga? Fiend's Arm. Eine Waffe. Colossal Weapon. Weapon used by the Blood Fiends. An arm pulled from the corpse of one of their kin and wielded as a makeshift weapon. Having been sanctified by blood... Ja, es sieht tatsächlich aus wie ein großer Schick. Ha!
Na, hoch. All dieses Design für eine Keule, für eine Schinkenkeule. Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, hier war das Bonfire und dieses ganze Gebiet hier, nee, Quatsch, was laber ich? Dieses ganze Gebiet hier. Nur diese Keule. Ah, hier geht's noch weiter, okay. Diese Keule und... Outer God Hell. Raises Arcane um 5 Punkte. Das ist in der Tat enttäuschend. Tja. Das ist echt ein bisschen enttäuschend. Hätten sie wenigstens noch eine Höhle da reinbauen können oder so. Ist auch nichts mehr, ne? Nothing compares to you. Nothing compares. Nothing compares to you. War doch schon oben drauf gerade. Ah, scheißegal. Ist eh nix. Da ist eh nix. Ich werde nie belohnt für meine geilen Erkundungssprünge. Ich will einfach nicht wahrhaben, dass das alles ist, was hier ist. Nicht mehr weiter hoch. Ich glaube, hier ist nichts mehr, Leute.
da ist noch was. So habe ich das nicht geholt. Doch, noch eine Kleinigkeit habe ich hier übersehen. Guck. Das war knapp. Ja, hier ist sonst nichts mehr. Ich habe alles abgesucht. Gehe mit gutem Gewissen wieder weg von dem Gebiet. Tja, machst du nix. Bisschen enttäuschend. Und den ganzen Weg für zwei Items, eine Keule und so ein Talisman, den kein Mensch braucht. Mal ein Mini-Boss oder so. Oder ein neuer Gegner. Gar nichts, ey. Scatter-Tree! Falsche Taste. You must be the Tarnished. I am Ansbach. Ansbach. Service to Lord Moog. Ansbach, like kenne ich, in Bayern. Guided by kindly Mikola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern tender Mikola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master. Unless I know that I can be of use. May I request a service of you? 6 crosses identical to this one have been discovered in these lands. They are akin to tender Mikola's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikola is doing here. If you discover any more crop, be certain to tell me. I presume you just what kind. Ja, ich habe noch welche entdeckt. Ich will sie erzählen. I presume you just what. Nein, nicht. I abandon here part of fresh water. Wer bist du? Hello there. Together, we work together for Mikola the Kind. Many things we have found. Large boost to damage negotiation. Large boost to lightning. Okay, holy damage. I like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. I for you, things bring. Okay. Goodbye.
Should you chance upon a sealed spirit spring, look for stacked stones nearby. By toppling them, you may break the seal. Das haben wir schon gemacht. Das ist ein Tipp, den wir nicht brauchen. Imperial Blood Virgin. Was ist denn das? Got a tree. Lol. Alle seine Waren zerstört. So. Ist das ein Legacy Dungeon? Ist das der erste Legacy Dungeon? Habe ich schon einen Legacy Dungeon gehabt? Und die Frage, was definiert man als Legacy Dungeon? Aber so richtig? Relana war ja schon ein richtiger Boss eigentlich, aber der Dungeon war ja nicht wirklich der Rede wert. Igitt, Alter. Okay. Gibt's halt kein, oh, gibt's halt keinen Besuch. Hast du dich schon mal gefragt, wer in so einem Dungeon die ganzen Kerzen anzündet und die runtergebrannten austauscht? Ich glaube, das sind elektrische Kerzen, ganz ehrlich. Fake-Kerzen. Mama? Wo ist unsere Mama? Ich habe sie nicht gesehen, sorry. Mir ist niemand begegnet. So eine große, die so aussieht wie wir, nur viel, viel größer. Die zufällig über den Weg gelaufen. Nee, keine Ahnung, hab ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Also ich guck gern nochmal, aber also wenn ich was sehe, melde ich mich bei euch, gell? Mama. Where is the bow? Habe ich keinen Bogen? Nein, das ist so ein Scheißbogen. Warum denn so einen fetten? Versuch macht klug.
Spinnen, ey. Hat so ein bisschen Dark Souls oder Demon's Souls Hub-Vibes hier. Ach, die fallen da oben raus. Okay, das ist ein Legacy Dungeon, Leute. So, der Papa muss mal langsam was essen. Aber hier kommt einfach kein Bonfire. Oh, das sieht aber nice aus. Bellurat Tower Settlement. Okay, Leute, hier endet das heutige Abenteuer. Und was uns hinter dieser großen Tür und in diesem Dungeon erwartet, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt. Oh. Leute, was ein Elden Ring-Tag heute. Ich hab richtig gemerkt, ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, nach Relana, wie entspannt ich war. Ich war seit gestern den ganzen Tag angespannt, weil ich wusste, heute kommt dieser Moment, wo ich nochmal auf sie treffe. Und danach war jetzt alles gut. Aber bis dahin war ich hier. Hier. Kein React mehr. Ich bin so müde und hungrig. Wie wäre es, wenn wir morgen einfach mal wieder ein bisschen am PC machen? Dann machen wir ein bisschen Reactions. Und vielleicht nochmal ein bisschen Indiana Jones. Wir wollen ja auch Elden Ring nicht zu schnell durchspielen. Ich habe Hammerhunger. Ich hab richtig ein Loch im Bauch und ich bin müde. Mir macht es auch Spaß. Ich würde auch. Morgen machen wir mal wieder ein bisschen was anderes als Elden Ring. Vielleicht machen wir auch trotzdem noch Elden Ring. Ich muss dann nur immer umbauen. Aber, ja. Wie gesagt, man muss das auch genießen.